Ein Poetry Slam Text über Poetry Slam von einem Nicht-Poetry Slammer. So zu reden, wie man Poetry Slam halt redet und komische Silben betont, um das Poetry im Slam noch hervorzuheben, fühlt sich mega komisch an. Es hört sich auch komisch an, doch vor allem fühlt es sich komisch an. Ihr müsst euch vorstellen, ihr steht davor viel mehr Leuten, als ich erwartet hätte, und redet wie ein Hängengebliebener, der manchmal sogar noch merkwürdige Reime als Konzept einbaut, die komplett unnötig sind, sich auch nicht gut anhören und schon jetzt nerven. Und überhaupt, wieso sind Reime immer zwischendrin und nie am Ende eines Satzes, damit man nicht jedes Mal verwirrt ist, wenn jemand seine Stimme erhebt, während er sehr schnell spricht, man nur spärlich, wer steht über er jetzt, er erzählt, weil man nicht genau weiß, suche ich jetzt die Reime oder sagt er was Interessantes? Und während ich das so schreibe, denke ich mir, wow, das sind ganz schön viele Wörter für ganz schön wenig Inhalt. Deswegen jetzt, bevor es genauso weitergeht, eine kleine, sehr gehaltvolle Zwischenrubrik. Sie heißt, wie ich glaube, wie FDPler die Welt sehen. Und es ist ein Gedicht, oder wie man heutzutage sagt, ein Rap. Stellt euch jetzt bitte vor, ich hätte ein Hemd an und wäre in Schwarz-Weiß. Ich bin anders krass, es Ananas im Winter, sie fragen sich, warum kann er das? Kapitalismus, Baby, wir haben's geschafft, kauf Bio für 1 Euro mehr und sie vergeben mir für alles, was ich hab. Seh die 3 Euro als Ablassblatt, ja, 2,99, aber ich hab's halt nicht passend, Mann. Doch will die 17 Euro wiederhaben, den Cent kannst du behalten. Ich bin großzügig, privat Jetlag live, ich bin todmüde. Alle regen sich auf, ich versteh gar nicht die Hysterie. Steh einfach on the right side of history. Und dafür kann ich auch nichts. Was für, wenn nicht die Lösung ist, der ist Teil des Problems. Habt ihr noch nie einen platten Reifen gesehen? Ich kann ihn nicht wechseln, aber ich stehe auch nicht im Weg, wenn er gewechselt wird. Schließlich ist der Mechaniker dreckig und ich will weg von hier. So. Nehme ich. So, jetzt haben wir endlich den Teil mit Inhalt hinter uns und können zurück zum eigentlichen Thema kommen. Poetry Slam. Und ich muss gestehen, bevor ich mich so richtig mit Poetry Slam beschäftigt hatte, habe ich mir Poetry Slam immer so vorgestellt. Dieser Poetry Slam heißt Umwelt und er geht so. Umwelt. Welt. Um. Ist die Welt bald um? Welt. Umwelt. Oder bringen wir die Welt um? Doch nach langer Recherche hat sich rausgestellt, ich lag komplett richtig. Aber jetzt mal im Ernst. Viele sagen immer, dass Poetry Slam die langweiligere Form von Comedy wäre. Aber das stimmt gar nicht. Eigentlich ist nämlich Comedy nur die niedere Form von Poetry Slam. Comedy machen nämlich nur Leute, die es im Poetry Slam nicht geschafft haben. Oder sie dumben down für die Masse, weil sie geldgeil sind. Wie Felix Lobrecht und Hazel Brugger. Aber ich sag euch nicht, wer ist. Und ihr denkt jetzt, ja, der weiß selber nicht, wer ist. Der hat einfach die beiden größten Namen, die ihm einfallen, weil er Aufmerksamkeit braucht. Doch ich weiß ganz genau, wer ist. Aber ich werde es euch nicht sagen. Felix ist der, der es im Poetry Slam nicht geschafft hat. Ja, und ihr findet mich jetzt alle doof, weil ich Felix Lobrecht gefrontet habe. Aber ihr unterstützt ihn einfach nur, weil er einen leicht überdurchschnittlichen Bizeps hat. Ihr seid so oberflächlich wie eine Frau, die unterdurchschnittliche Titten hat. Oder wie Männer. Weil die meistens gar keine Titten haben. Und ja, dafür hätte man möglicherweise Ärger bekommen können. Aber ich habe so komisch formuliert, dass niemanden juckt. Das ist wie wenn einer Hurensohn sagt und direkt aufs Maul kriegt. Aber wenn er sagt, eine Frau hat einen Mann getroffen, der sehr viel freier war als andere Männer, was sein Sexualleben angeht. Und er hat sie besamt und ein Spermium kam durch, kurz bevor er sie dafür bezahlt und du bist ihr Sohn. Und ich bin so in der Ecke, alter krass, der kriegt bestimmt gleich aufs Maul. Aber die Reaktion ist nur so, was will der Hurensohn? Und das könnte jetzt das Ende sein, aber nicht in einem Poetry Slam. Ein Poetry Slam Ende muss gewichtig sein, da reicht ein Plot-Twist nicht. Nein, es braucht ein Plot-Twist und deine Message. Etwas zum Nachdenken, etwas, das bewegt, am besten noch verpackt in einem Wortspiel der Extraklasse wie Scrabble-Buchstabensteine.
Und um das zu erreichen, muss ich noch einmal graben im Elend der Welt, welches sich vor uns auftürmt. So viele Krisen, die es zu bewältigen gibt und zu denen es gilt, Stellung zu beziehen, vor allem als Nichtbetroffene. Was macht man dann? Dann, wenn mal wieder eine humanitäre Katastrophe im Trend ist und jeder in seiner Story darauf aufmerksam macht. Sollte man das auch tun, weil es etwas Gutes ist und ein Dilemma, zu dem man nicht schweigen kann? Oder sollte man es nicht tun, weil es heuchlerisch ist? Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist das Schweigen Dilemma? Dankeschön! Doch nach langer Recherche hat sich herausgestellt, ich lag komplett richtig. Aber jetzt mal im Ernst. Viele sagen immer, dass Poetry Slam die langweiligere Form von Comedy wäre.